Hallo, heute machen wir eine Hühnersuppe. Dazu brauchen wir Salz, Zwiebeln, einen Suppenhuhn, Sellerie, Karotten, eine Stange Lauch, Lorbeerblätter, zwei, drei Wacholderbeeren und Pfefferkörner. Wir machen uns einen kalten Suppenansatz. Das heißt, ich lege das Huhn in kaltes Wasser, damit der ganze Geschmack von dem Huhn in das Wasser reingehen kann. Zuerst wasche ich mal das Gemüse. Beim Lauch ist es immer am besten, den einmal in der Mitte zu halbieren, weil ihr hier zwischen den Lamellen Dreck sitzen habt. Ja? Und den könnt ihr nur rauswaschen, wenn ihr das wirklich halbiert. Ja? Und dann wasche ich mir den Lauch und die Karotten. Die habe ich mir gewaschen. Die Karotten brauche ich nicht schälen, weil das ist ja nur ein Fond. Und die Karotten kommen auch nachher wieder raus, wie auch der Lauch. Und deswegen einfach in größere Stücke schneiden. So. So. Den Lauch genauso. Einfach grob runterschneiden. Den Sellerie schneide ich einmal oben an und einmal unten. So. Und dann mit dem Messer hier so runterschälen. Das müsst ihr auch machen beim Sellerie, weil da ist immer sehr viel Dreck noch drinnen und Erde. Also den schon immer schälen. Den würfeln wir uns grob. Ja. So. Und die Zwiebeln, die halbiere ich mir mit Schale, komplett im Ganzen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und die braten wir uns nachher nur in der Pfanne an, ohne Fett, bis sie ganz schwarz sind. Jetzt denkt man ja, gut, wenn was Verbranntes in der Suppe ist, dann schmeckt die ganze Suppe verbrannt. Aber das stimmt nicht. Durch die Färbung der Zwiebel kriegt eure Suppe nachher auch eine viel schönere Farbe. Und du schmeckst gar nichts davon, dass die Zwiebel drinnen war. Also es gibt nur einen Zwiebelgeschmack. Jetzt gebe ich mir das hier alles in den Topf rein. Wie vorher schon gesagt, kalt. So. Gebe meinen Huhn dazu, Pfefferkörner, Wacholderbeeren. Wacholder ist sehr intensiv, also nicht zu viel. Auch Lorbeer, ganz vorsichtig sein. Zwei kleine Blättchen auf den großen Topf. Genau. Jetzt füllen wir uns das auf mit kaltem Wasser, bis der Topf voll ist. Dann können wir das auch schon anfangen lassen zu kochen und währenddessen machen wir uns die Zwiebeln schwarz. So, die Brühe haben wir angesetzt. Jetzt geben wir uns die Zwiebeln, so wie sie sind, einfach in eine heiße Pfanne rein. So. Und lassen uns die richtig schwarz werden. Das ist, wie gesagt, ein bisschen komisch, aber die geben einen tollen Geschmack und eine tolle Farbe der Suppe und man schmeckt auch nicht, dass die verbrannt waren. Die verbrennen fast richtig. Ihr könnt auch als kleinen Trick noch, wenn ihr zu Hause keinen Gasherd habt, sondern einen normalen E-Herd, dann könnt ihr einfach ein Stück Aluminiumfolie direkt auf den E-Herd legen und eure Zwiebeln da drauf packen. Ja, dann dauert es noch kürzer, weil die Hitze direkt durch die Aluminiumfolie die Zwiebeln schwärzt und ihr habt auch keinen Dreck, weil ihr die Alufolie einfach wegziehen könnt und wegwerfen könnt. Das dauert jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen 10 Minuten, Viertelstunde, dann sind die schwarz, dann geben wir sie zur Suppe dazu und die Suppe braucht ungefähr eine Stunde, anderthalb circa. Die Zwiebeln sind jetzt schwarz, ich zeige euch das mal schnell. Die sind richtig, richtig schwarz und keine Scheu, die geben wir jetzt einfach zu unserer Suppe dazu. So. Und die geben uns nämlich nachher die Farbe, sonst ist eure Brühe ganz blass. Sobald die Brühe aufkocht, ja, gleich runterdrehen und abschäumen. Immer diese kleinen Schäume, die hier auf dem Wasser oben aufschwimmen, die müsst ihr runternehmen, weil dann kriegt ihr auch nachher eine klare Hühnerbrühe. Ihr wollt ja keine so eine trübe Brühe haben. Und das müsst ihr jetzt immer, wenn wieder sich ein bisschen Schaum gebildet hat, in der nächsten Stunde immer mal wieder abschäumen. Und eben, wie gesagt, nicht zu stark kochen lassen.
Es ist schon fast zu stark hier. Es soll nur ganz leicht wabern, schön vor sich hin, dass das Ganze in Ruhe der Geschmack ins Wasser reingehen kann. Jetzt haben wir eine Stunde gewartet, eine Stunde 10 Minuten. Die Suppe ist schon ein bisschen runtergekocht, wie ihr hier seht. Jetzt nehmen wir uns das Huhn raus, das ist fertig. Mit einer Fleischgabel. Seht ihr ja schon, das fällt schon vom Knochen. Genau so ist es richtig, dass es schön weich ist. So. Genau. Hier noch die Flügel. Das darf ruhig sehr, sehr weich sein. Wir haben es ja hier auf unseren Fond abgesehen. Das können wir dann nachher einfach die Haut abziehen, das ein bisschen zerfleddern und zum Beispiel als Einlage in die Brühe reingeben. Jetzt passieren wir uns die Suppe ab. Einfach durch ein so feines Sieb, wie ihr zu Hause habt, gießen. Und seht ihr, was die Brühe für eine tolle Farbe bekommen hat? Die ist richtig dunkelbraun und schaut echt sehr gut aus. Und das kommt durch diese angeschwärzten Zwiebeln, die wir vorher dazu gegeben haben. Vorsicht, dass das nicht auf einmal rausschwappt am Ende. So. Das müssen wir leider wieder wegtun. Das ist nur für den Geschmack. Jetzt zeige ich euch nochmal hier kurz die Farbe. Das ist eine wunderschöne klare Brühe. Super als Basis für alle Suppen und Soßen. Ich gebe jetzt noch eine Prise Salz dazu. Aber ruhig nicht zu viel, weil ihr nehmt es ja nur als Basis und ihr schmeckt euer Gericht ja dann eh nochmal ab. Auch da gilt, in Eiswürfelbeutel abfüllen. Wenn sie erkaltet ist, in Eiswürfelbeutel abfüllen und ab in den Froster. Und dann habt ihr immer, wenn ihr eine Brühe braucht, einfach so einen Würfel. Macht zum Beispiel eine Nudelsauce, nehmt ein, zwei Eiswürfel, zack, in die Nudelsauce rein. Und ihr habt einfach immer den besseren Geschmack, weil die Küche steht und fällt einfach mit selbstgemachten Fonds. Das ist das, worauf es wirklich ankommt. Und wenn ihr immer was im Kühlschrank habt, dann müsst ihr da auch nicht immer anderthalb Stunden rumkochen, sondern stellt euch mal einen Tag hin, kocht euch all eure Grundfonds, friert sie euch ein und dann könnt ihr immer perfekt kochen. Ciao, lasst es euch schmecken.